Ja, wir sind heute zusammengekommen, um Folge 24 von... Ich muss überlegen. Folge 24 von Axel MV, wir und die Musik... Welt zu drehen. Und wir haben einen Gast, seines Zeichens, Chris Nemeth. Chris. Wir sind in einem wunderschönen Konferenzraum, muss man ja auch mal dazu sagen. Die Leute, die Video gucken, wir sind ja eigentlich nicht nur... audiomäßig unterwegs. Wir sind ja auch als Video. Ne? Viele Menschen kritisieren ja das Videopodcast, habe ich jetzt vor kurzem wieder erfahren. Wir stehen dazu, weil wir es irgendwie cool finden. Und gerade weil heute dieser Raum hier, ne? Alle, die jetzt zugucken, sehen diesen wunderschönen Raum. Wir befinden uns auf dem Darkstar, das Zuhause von Darth Vader. Und wir haben einen Raum bekommen, der nicht ganz so dark ist, aber trotzdem eine leichte Sterilität aufweist. Könnte aber auch so was Stasi-mäßiges sein. Ja, ich werde auch die blassen Farben so lassen im Video. Aber wir lösen natürlich auf, wir sind in Gronau. Richtig. An der holländischen Grenze. Im Hotel Schepers. Shout out to Hotel Schepers. Ja, thank you for the room. Weil die uns einen netten Room gestellt haben. Wir sind gestern... Das Eichenzimmer übrigens. Das ist das Eichenzimmer. Ja. Wir befinden uns im Eichenzimmer im Hotel Schepers in Gronau. Mhm. Es ist Freitagvormittag. Wir spielen heute Abend ein Konzert mit Gregor Meile und Band. Exakt 10 Uhr haben wir. 10 Uhr, Punkt. Jetzt geht's los. Ganz deutsch haben wir pünktlich gesteigt im Eichenzimmer. Ja. Wir haben gestern geprobt und sind dann nach Gronau gefahren, weil wir heute Mittag Soundcheck haben und sind hier untergekommen und weil wir jetzt gerade gefrühstückt haben, haben die uns netterweise das Eichenzimmer für unseren Podcast zur Verfügung gestellt. Und wie könnte es besser sein, genau, als im Eichenzimmer mit Chris Nemeth einen Podcast aufzunehmen? So, jetzt Chris Nemeth, der Name fiel, du bist mit uns jetzt gerade aktuell mit Gregor. Als Pianist und auch, wenn man so will, MD, musikalischer Leiter unterwegs. Im weitesten Sinne. Du bist seit ein paar Jahren, haben wir dich quasi eingeladen und dem Gregor schmackhaft gemacht, sozusagen. So, wir beide kennen uns schon relativ lang. Ich habe es mir gerade überlegt. Ich glaube, es ist ziemlich genau über 20 Jahre, ne? Knapp 20 Jahre. Weißt du das noch? Ich weiß nicht, ob wir uns in Barcelona kennengelernt haben, bei diesem einen Gig. Ach, war okay. Oder ob wir uns bei Piano Vocal kennengelernt haben. Das weiß ich jetzt. Ich weiß nicht, was zuerst war. Weil meine erste Erinnerung ist, wir haben zusammen Palazzo gespielt. Diese Dinner-Show in Freiburg haben wir das gemacht, im Palazzo Colombino. War das 2004, 2005? Es war 2006, glaube ich, aber wir kennen uns ein Jahr länger. Ja, dann weiß aber nicht. Ja, dann waren wir vorher in Barcelona, also auf irgendeinem Incentive-Gig für die SAP. Mhm. Und der Schröder, Shoutout, du Schröder, nach Freiburg, Schlagzeuger, Künstler, Macher, der kannte dich, der hat irgendwie mich gebucht, wir sind zusammen nach Barcelona und haben uns da kennengelernt. Und dann haben wir die erste längere Spielzeit zusammen, nämlich 3 Monate in Freiburg, jeden Tag. Es war am Ende meines Studiums, die ersten Gigs irgendwie zusammengespielt. Das war ein Palazzo. Großer Spaß. Ja. Ja. Palazzo Colombino, muss man dazu sagen. Genau, es gibt ja diese Palazzo-Zelten, gibt es viele, da kommen wir gleich auch drauf, weil das bei dir sich wie ein roter Faden weitergezogen hat in deiner Karriere. Aber das haben wir am Anfang gemacht in Freiburg, da gibt es verschiedene Palazzi, das ist von einer Eventagentur mit einem Hotel zusammen, mit einem Gastronom zusammen gewesen. Und da haben wir das erste Mal zusammen gespielt. Und da möchte ich jetzt vielleicht ganz kurz den Titel oder das Thema unserer heutigen Sendung einfügen, der nämlich lautet Der Heilige Gral, Spielfreude trotz Bühnenroutine. Wie bleibt man frisch bei Steady Gigs? Das hast du dir schon heute Nacht noch im Hotel ausgemalt. Das habe ich mir heute Morgen überlegt. Ja, um 7.25 Uhr klingelte bei mir das Telefon. 7.54 Uhr, richtig. Wow. Ja. 7.54 Uhr, bin ich wach geworden. Ja. Ja. Kam dir der Geistesblitz. Genau, warum? Also wir wollen dich jetzt natürlich überhaupt nicht, limitieren auf, du bist der Typ, der die Steady Gigs spielt und sonst nichts. Ganz im Gegenteil, das wäre vielleicht mal spannend von dir mal ganz kurz. Klassik, Vergangenheit, dann Jazz, studiert, Produzent, Keyboarder, was machst du alles? Wie ist es bei dir losgegangen überhaupt? Genauso wie du es aufgezählt hast. Genau, aber mach das mehr im Detail. Also Klassik, Vergangenheit,
als Kind, ne? Ja. Also als Kind klassisch Klavierunterricht gehabt mit Beethoven, Mozart, Chopin und so weiter. Und dann als Teenager geschnuppert am Jazz. Mein Onkel hatte eine Plattensammlung, so ein bisschen, also CDs damals waren ja neu. Ja. Wir reden Mitte 90er, so glaube ich, Anfang 90er. Wir hatten einen CD-Player und dann, ach so, okay, CDs, welche CDs kauft man sich? Und mein Onkel, der hat so Emerson, Lake and Palmer und so, so Zeugs gehört irgendwie. Also so ein bisschen ausgefallen. Das fand ich mega. Das fand ich schon tierisch damals. Und dann Klassik wurde sehr schnell auch, ich hatte auch keinen konservativen Lehrer, sondern das war ein cooler Typ, der offen war und so. Und dann war das relativ schnell auch ein bisschen Jazz und ein bisschen so Popzeug. Und dabei hat mich sehr schnell interessiert. Und dann kam der Wunsch, Jazz zu studieren. Dann habe ich Jazz studiert in Köln. Und du warst da, du kommst da schon aus Kehl, ne? Also Offenburg, die Ecke. Die Ecke, genau. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, bei Straßburg. Und bist dann nach Köln zum Jazzstudium geswitcht. Genau, hab die Schule abgebrochen, zur Freude meiner Eltern. Sehr gut. Mit dem Wunsch, Musiker zu werden. Mhm. Und die haben mich aber unterstützt. Und das war, also ich habe da Glück gehabt diesbezüglich. Und habe dann Jazz studiert. Habe lange als Jazzpianist gespielt und getourt. Und dann wurde aus Jazz auch mal so mit Produzenten erst mal Lust für ein Projekt ins Studio zu kommen. So ein bisschen neue Welten kennengelernt und fand ich spannend auch dann irgendwie. Und dann wurde aus Jazz Pop und Theatermusiken und Filmmusiken und es wurde dann sehr divers. So. Genau. Lustigerweise dann zurück zur Klassik auch. Vor ein paar Jahren hatte ich ein größeres Projekt, wo ich klassische Musik wieder produziert habe. Nicht gespielt, aber produziert habe. Das fand ich auch spannend, also so einfach so 20 Jahre später nochmal. Aber es ist witzig, weil viele Klassiker gerade nicht so breit aufgestellt sind. Wenn du mit Klassik anfängst, bist du ja erstmal wahrscheinlich, also es ist jetzt auch wieder, kann man nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass du so schnell mit Jazz in Verbindung gekommen bist, ist schon auch besonders, oder? Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Es war alles so, ich meine, ich bin aufgewachsen auf einem Dorf. Wir reden 3.000, 4.000 Einwohner. Zu der Zeit, glaube ich. Und da gab es eine Musikkapelle, wie es halt in jedem Dorf so ist, so eine Blechblaskapelle. Ne? Und der Dirigent war der Rolf Schneebiegel. Und der hatte eine Fernsehorchester-Vergangenheit, so wie es damals üblich war in den 70ern. Ne? Es war Trompeter und Arrangeur und so. Mhm. Und der hat dann irgendwann gesagt, er hätte Lust, eine Big Band zu leiten aus diesem Ding. Also da gab es irgendwie so ein paar Leute, die da Lust drauf hatten. Mhm. Und dann hatten die natürlich Bläser und alles, aber natürlich keinen Pianisten-Keyboard. Und ich war 14. Da haben die mitbekommen, da steht so ein bisschen auch auf sowas und hast du Lust, irgendwie Klavier zu spielen in Big Band? Und ich konnte nichts. Ne? Ich konnte keine Akkorde lesen, natürlich gar nichts. Ne? Und da hat er mir alle Noten ausgeschrieben. Mhm. Wow. Und das war dann der Anfang. So irgendwie dachte ich, okay, so Glenn Miller und so. Ja. So Zeugs. Und da hast du, aber du hast dann sozusagen keine Noten gespielt, sondern so dein eigenes System gehabt, um das dann zu lernen? Nee, der hat mir Noten ausgeschrieben. Alles, was ich spielen musste, hat er mir ausgeschrieben. Also im Notenbild? Im Notenbild. Okay. Also du konntest keine Liedsheets lesen, keine Akkorde lesen, keine Voicings. Ich wusste nicht, wenn da C7 stand, wusste ich nicht, was das ist. Also, Ja, verstehe. Genau, aber dann relativ schnell, früher aus der Schule raus, Studium, Jazzstudium. Und du hast ja dann auch total viel so traditional Jazz auch gespielt. Mhm. Ne? Also jetzt nicht modern Jazz, das ist ja für Köln immer so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, es gibt ja so die Jazz-Hochschulen, die eine ist ein bisschen moderner, die andere. Ne? Mhm. Aber Köln ist auf jeden Fall eher eine Schule, wo man sagt, Handwerk auf jeden Fall großgeschrieben, aber tendenziell mal modern Jazz, denke. Ne? Ja. Also jetzt eben nicht, natürlich lernt jeder die alten Standards und so weiter, aber jetzt Dixie-Mucken zu spielen oder wirklich Swing-Mucken zu spielen, ist jetzt nicht so, für viele Leute ist es nicht unbedingt so, das Ziel eines Jazzstudiums. Und du hast relativ früh dann solche Dinger gespielt. Yeah. Also wirklich, wo das alte Repertoire gefragt ist, sozusagen. Mhm. Ne? Irgendwie. Eins der Platten war auch Oscar Peterson. Ich hatte sehr früh aus irgendeinem Grund eine Oscar Peterson-Platte. Mhm. Night Train, weiß noch. Mhm. Die habe ich rauf und runter gehört, fand das mega. Ich habe nichts verstanden. Ich wollte so spielen, konnte es aber nicht. Hast du mitgespielt dann? Ich habe es probiert, irgendwie mir die Sachen abzugucken. Also es war aber viel zu weit weg. Also es war so irgendwie so, was macht der da? Ja. Deswegen hatte ich so ein Ohr vielleicht auch schon für diese Mainstream-Swing-Geschichten. Aber du hast irgendwann mal zu mir gesagt, das fand ich nämlich einfach spannend, du hast natürlich
2 Jahre früher studiert als manche andere so ungefähr. Ne? Also viele Leute machen dann Abi und machen dann nochmal vielleicht irgendwie Zivi oder irgendwie und dann geht es erst dann ins Studium. Du hast aber irgendwann gesagt, dass du dann relativ früh mit Anfang, Mitte 20 schon gesagt hast, okay, Moment, ich habe keinen Bock mehr, jedes Jahr 120 Jazz-Gigs zu spielen. So die, und du wolltest dann direkt woanders hin abbiegen, eher auch produzieren und schreiben oder wie war das? Das kam ein paar Jahre später. Also am Anfang war so, der Wunsch war Jazz-Studium und dann, wenn es geht, irgendwie in Köln. Also weil ich gehört habe, das war zu der Zeit auch so eine sehr bekannte Schule und so. Das war so das Ziel, dahin zu gehen. Und dann in den ersten paar Semestern habe ich einfach so gemerkt, oh, okay, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ist, ne, irgendwie, manche Dinge haben sehr viel Spaß gemacht, manche nicht so sehr. Aber ich hatte ein sehr starkes Interesse daran, das Leben eines Musikers zu leben. Also ich war jetzt nicht so am akademischen Grad so interessiert oder so. Ich musste jetzt dann 1-0 irgendwie eine Prüfung machen. So. Ich hatte Lust zu touren, zu spielen mit Leuten und so. Ja, ich wollte gerade fragen, was war für dich damals das Leben eines Musikers? Das kann ja auch unterschiedlich ausfallen, ne? Aber hast du einen Vorbilder gehabt in dem Sinne? Lifestyle oder was? Lifestyle, ich weiß es nicht, ob es so eine klare Vorstellung war. Es war mehr so, also ich wusste, ich will auf Tour gehen, mit Leuten, also Konzerte spielen. Aber mich hat auch schon immer auch so dieses, wenn man Platten hört und so, warum klingt es so und was spielt der Bassist da, was spielt der Schlagzeuger da? Also so dieses, warum funktioniert Musik in einem Kontext, auch Filmmusiken zum Beispiel. Ja. Warum muss ich heulen, wenn irgendwie bestimmte Musik in einem bestimmten Kontext kommt? Okay. Fand ich alles sehr, sehr spannend. Ich habe früher als Kind auch schon irgendwie so diese, habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, diese Ping-Pong, 2 Kassettendecks und dann produziert man quasi so Tracks und so dann recorded und getüftelt und gemacht. Also es war immer so irgendwie, ich wollte immer so Jobs irgendwie so, ne? Also einfach davon leben auch und so, das war... Ja, cool. Eher so praxisbezogen und ich war weniger so der Theoretiker, der dann irgendwie analytisch Dinge analysiert. Aber da sind wir so ein bisschen auch, ich versuche mal wieder so kurz quasi deinen Werdegang mit unserem Thema heute, mit dem Übergarten zu verbinden. Als ich dich kennengelernt habe, war das, wir hatten quasi den gleichen Background, wir haben ein Jazzstudium gemacht, aber ich habe den Eindruck, das ist heute noch so, das verbindet uns heute noch und das sehe ich bei dir so. Es geht aber immer auch darum, Bock auf die Bühne zu haben, Bock auf mit Leuten kreativ zu sein, spielen, Spielfreude. Und das war dann, als wir uns dann das erste Mal quasi dann längerfristig gekreuzt haben, die Wege waren, war das Palazzo-Ding, wo wir direkt für diejenigen, die es nicht kennen, das ist dann in dem Fall waren es glaube ich 2,5 Monate oder 3 Monate, jeden Tag spielen mit einem Off-Day. Montags war frei, glaube ich, oder Dienstags war auch frei, je nachdem. Aber auf jeden Fall 5 oder 6 Shows pro Woche spielen, wo man dann mit, in dem Fall, das ist zwar eigentlich, ist es eine Art Dienstleistungs-Dinner-Show-Ding, wo Leute essen, 4-Gänge-Menü spielen, sind Artisten dabei, es sind Comedians dabei, Hosts. Du wirst so durch den Abend geführt, kriegst in den meisten Fällen relativ gutes Essen, zahlst damals, war es wahrscheinlich ein Huni, mittlerweile zahlt man 130, 140, 150 Euro für solche Sachen. Und da sind dann in so einem Zelt, das sind diese Spiegelzelte, die man vielleicht aus Holland kommen, die ursprünglich so hölzerne, runde Spiegelzelte, das heißt, du hast so ein etwas spezielles, schönes, wohliges Ambiente. In dem Fall steht dann eine Liveband auf der Bühne und das war so ein bisschen, weil der Schröder, der das unser quasi Chef, musikalischer Leiter war, der ist so ein Zappa-Vogel, der sehr auf kreative, schräge Dinge steht. Und dann, Zappa? Ja, steht auf Frank Zappa. Also, okay. Und überhaupt auf Jazz, auf Spontanität, auf Schrägheit. Ja. Verstehe. Was eigentlich, wenn man so an Dinnermusik denkt, denkt man ja wirklich an Blue Bossa im Hintergrund spielen oder Pop-Sachen. Und beim Schröder war das auch Teil, aber man konnte immer mal wieder auch was ganz Schräges machen oder was wirklich Absurdes und auch mal ein 7/8 und irgendwas, da wird mal an dem Becken rumgesägt und das Saxophon darf mal total schräg klingen und dann aber doch wieder ganz romantisch abbiegen. Also der hat das künstlerisch betrachtet und das war da unsere erste Spielwiese zusammen mit einer Band, direkt 3 Monate in Freiburg leben, also quasi ein Tourleben, zwar steady in Freiburg und man kriegt jeden Tag Kohle, spielt jeden Tag die gleiche Show sozusagen, die gleichen Tunes. Und um das jetzt vielleicht ganz kurz zu Ende zu bringen, wie das dann für uns weiterging, dann haben wir das 2 Jahre gespielt, Freiburg, ne? Oder nee, du hast es, ich habe es 1 Jahr gespielt. Ich habe ein 2. Jahr in Freiburg gespielt und du bist, glaube ich, nach Und ich bin Bremen. Für die gleiche Agentur quasi als MD nach Bremen gegangen und habe mit meiner damaligen Band Clochards das
gemacht in Bremen, also genau das gleiche Engagement, mhm, an einem anderen Hotel sozusagen. Und dann haben wir dich ein Jahr später, dein drittes Jahr, mit als Pianisten noch dazugeholt nach Bremen. Mhm. Und dann das waren meine 2 Jahre von, oder 3 Jahre dann für mich. Und dann wollten die eine Sängerin haben, die wollten dann nicht mehr das mit unserem Sänger, die wollten dann irgendwie switchen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich aber nicht, ich will mit meiner Band weiter andere Dinge machen. Und dann hast du das quasi übernommen. Felix. Der Felix hat es eben, genau, Gitarrist. Ja, genau. Und jetzt hervorragender Freiburger Fotograf, viele werden ihn kennen. Der hat es übernommen und dann hast du mit ihm zusammen irgendwie die Band geleitet, dann Ansprechpartner für die Regie zu sein, für die Produktion, welche Musiken werden gespielt, wie arrangieren wir das Ganze, spielen wir Musiken für Artisten, Begleitmusiken. Also man spielt am Abend in so einem Palazzo-Ding 40 Titel oder sowas. Ja, sowas. So, es ist ein bisschen Hintergrund-Dinamucke, dann ist es auch mal ein Showblock, wo es lauter wird. Ja. Und du hast dann seitdem das jedes Jahr gemacht, mittlerweile. Bis heute. Berlin, Stuttgart, Wien, Amsterdam mal kurz, oder? Kurz auch, ja. Wo noch? Nürnberg. Nürnberg und Hamburg. Und Hamburg. Ja. Hast selber auch jedes Jahr gespielt in so einer Show. Mhm. Als Bandleader, als Pianist. Jetzt häufig in Stuttgart die letzten Jahre. Mhm. Aber auch für die anderen Städte, für die Firma Palazzo GmbH, quasi die Bands gecoacht, die Songs rausgesucht, arrangiert mit den Regisseuren zusammen, die musikalische, ja, die Zusammenstellung, Gesamtkonzept quasi erstellt. Aber war das der Zeitpunkt, das interessiert mich jetzt nur gerade, der Zeitpunkt, wo du das erste Mal richtig von Musik leben konntest? Oder war das vorher schon so? Das war vorher schon okay. Ja. Also ich habe relativ viele Gigs damals schon als Jazzpianist gespielt. Ich bin einfach eben in diese traditionelle Swing-Schiene reingerutscht und hatte dann so meine 2-3 Bands, die okay unterwegs waren. Also das war schon viel. Krass, du hast also eigentlich nie irgendwas anderes gemacht. Du warst eigentlich sofort Profimusiker dann. Mehr oder weniger, ja. Ich hatte das Glück. Wow. Also ich musste. Du hast auch nie unterrichtet so richtig, ne? Ich hatte schon mal so 1-2 Schüler, aber. Mhm. Ja, aber nie wirklich. An der Schule oder Steady. Auch nicht, weil ich musste, sondern es hat einfach Spaß gemacht mit denen. Ja. Wow. Weil die dann auch eben drüber nachgedacht haben, Musik zu studieren und so. Es war einfach so. Aber als wir uns kennengelernt haben, im Rahmen der Dinge, hast du trotzdem auch schon zu Hause produziert. Also du warst Noch nicht professionell, das war eher so ein Interesse. Okay. So während dem Jazzstudium habe ich das für mich immer so gemacht, ohne dass da jetzt Aufträge. Also davon habe ich nicht gelebt, ich habe vom Spielen gelebt. Vom Spielen, okay. Ja. Genau. Aber das kam eben dann, weil wir jetzt viel über Palazzo geredet haben, kam ja dann für dich dazu, dass du eigentlich Film, Jingle, Auftragskompositionen, andere Künstler produzieren, also wirklich eine Bandbreite an, es kam dann so nach produzentischen Tätigkeiten. Und das ist ja jetzt eigentlich auch, wie würdest du das beschreiben, Spielen und Produzieren ist 50-50 bei dir, oder kann man das je irgendwie? Nach Jahr, also manchmal ist es sogar anders. Ich hatte auch schon jetzt während Corona natürlich fast nur produziert, und dann gibt es schon Jahre, wo es mehr Produktion ist, dann vermisse ich die Bühne, und anders, wenn ich sehr viel spiele, dann habe ich wieder Bock, ins Studio zu gehen. Mhm. Aber es ist ein interessanter Punkt, unser erstes Palazzo, ne? Hast du es gerade gesagt, das Ding war, wir haben ja beide viel Jazz gespielt, glaube ich, davor. Ja. Und ich war, du kanntest das, glaube ich, so ein bisschen vorher. Ich kannte das null. Also Dinner und Spiegelzelt. Und nee, kannte ich auch nicht. Kanntest du auch? Also ich wusste, was es ist, aber ich wusste noch nicht mal, was es ist. Ich war noch nie in einem gewesen und habe noch nie so einen Gig gespielt gehabt. Okay. Noch nie, ja. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil das was für mich komplett Neues war, ne? Ja. In der Zeit. Und das 2,5-3 Monate, ja, es ist dann viel, aber es ist so neu, dass du, also ich war geflasht, ich war quasi 3 Monate lang geflasht. Was war neu für dich? Was war so besonders neu? Erstens hatten wir einen sehr, sehr spannenden MD, der Schröder, der ist einfach ein einmaliger Mensch, muss man sagen, sehr krasser Charakter und so weiter. Also eine super Schule auch, fand ich, also ich habe eine Menge gelernt. So. Und der ganze Ansatz war einfach anders eben, was ist, also machst du, dass es schräg ist, oder machst du... Also eher so Theater... Ja, es hat theatrale Inhalte, okay. In dem Fall hatte es theatrale. Also du kommst eigentlich aus von dieser Jazzbühne, wo Improvisation, Interaktion... Ja, wo die ganze Zeit, ne, wo du deine Licks abdrückst und so. Ich war auch ein bisschen müde davon, muss ich sagen, so zu dem Zeitpunkt. Aha. Und wie es halt so ist, ne, ich habe dann auch schon wirklich überlegt, so ein paar Bands habe ich dann schon abgegeben, so ohne wirklich dann zu wissen, was mache ich dann stattdessen. Ja. Aber es war schon so, irgendwie so Bock auf was Neues, und dann eben ruft der Schröder an, und dann hast du Bock. Cool. Und ich wusste nicht, was es ist, habe aber ja gesagt. Ja. Und
da eben kommen wir dann zu dem Punkt, so irgendwie so Musik in einem anderen Kontext. Also dann geht es nicht nur um Musik plötzlich, sondern da geht es um Artisten, die begleitet werden. Ein Ton, keine Ahnung, wenn die und die Bewegung passiert, dann gehen wir mit und also visuell und... Und auch Lautstärke, du darfst, da, du kannst, es ist kein Konzert. Es ist wirklich eine Mischung aus, wir sind Künstler, wir liefern eine künstlerisch-theatrale Gesamtshow, Dramaturgie, alles ausgecheckt, aber wir können jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, fuck you, ich bin der Saxonist, ihr seid wegen mir da, ich spiele sau laut. Vor mir ist sitzt ein Tisch mit Leuten, die essen und sind auch zum Labern da. Es ist immer so ein Spagat aus... im richtigen Moment Dinge anbieten für die Leute, die Bock drauf haben, aber nie die Leute komplett überfahren, sonst sagen die, ich bin ja eigentlich zum Essen gekommen. Das ist ja der Challenge, ne? Genau. Also auch die Auswahl und die Art und Weise zu spielen, so zu treffen, dass eben das Gesamterlebnis funktioniert und nicht jetzt nur die Musik. Aber meinst du, es war gut, dass du dich vorher so richtig ausgetobt hast? Ja, bestimmt. Weil andersrum hättest du vielleicht was vermisst dann. Weil du musst dich ja schon sehr kontrollieren bei so einer Sache. Du musst dein Ego ziemlich zurücknehmen. Du kannst jetzt nicht anfangen, irgendwie auf der Ride irgendwie bei 127 dB da Jazz oder so, ne? Oder auch irgendwie ein Gitarrensolo aufzudrehen, sondern du musst natürlich schon sagen, okay, wir machen das im Rahmen der Bedingungen hier. Ne? Aber das ist ja das Spannende. Das ist genau das, wenn man anfängt, Musik besser zu verstehen. Kontexte zu verstehen. Ne? Mhm. Und jetzt wir in einer Popband spielen ja auch anders, als wir jetzt bei einem Jazzgig spielen würden. Mhm. Ja. Und man muss dazu sagen, dass zumindest das, was wir damals gemacht haben und auch das, was du jetzt in den letzten Jahren mit dem Palazzo zusammen gemacht hast, das ist stilistisch so breit gefächert. Mhm. Also da geht es wirklich von Instrumental Jazz über Easy Listening, über Folky, über Rock, Rammstein Sounds, Elektronik-Kram. Die müssen auch in der Lautstärke. Ja, es kommt darauf an, an welchem Punkt in der Show das stattfindet. Ja. Du wirst jetzt nicht eine Rammstein-Nummer in dem Soundgewand, wie man es von Rammstein kennt, zum Dinner spielen. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Showblock, wo es pieken darf, wo es laut werden darf, wo man sowas stattfindet. Das heißt, was ich sagen will, ist, wenn man das annimmt, dass man so einen Job macht, da ist sicherlich ein Faktor die Abwechslung und sich das einlassen, das Musik besser verstehen, was hat es für eine Wirkung, der Moment, und das ist eigentlich der Reiz. Ja. Geil, jetzt spielen wir im Hintergrund Jazz, ganz soft, aber ich kann nicht zu krass spielen und danach darf ich immer mal ein bisschen krasser spielen und jetzt machen wir ganz easy listening und machen was ganz anderes und das fand ich eigentlich als das absolut Spannendste in den ersten paar Jahren, wo wir das gemacht haben, diese Flexibilität dazu bekommen und zu verstehen, wie man das macht. Und wenn dann Leute dabei sind, wie bei dir, wir hatten immer direkt Spaß an allem. Wir haben gesagt, lass das machen, komm, ausprobieren, geil. Cool. Und es war nie so der Punkt in den Besetzungen, wo wir das dann gemacht haben, dass man so gesagt hat, da war jetzt einer dabei, der hat gar keinen Bock auf die Nummer und zieht uns runter. Sondern wir hatten irgendwie das Gefühl, klar, das war, du hast gesagt, für dich war die ganze Spielzeit faszinierend. Wir sind raus und haben jeden Abend Bock gehabt und haben immer eine Spielfreude gehabt, haben immer uns motiviert, dass es geil ist. Ja. Du machst das jetzt wie viele Jahre? 15 Jahre? Ich mache das jetzt noch länger. 2006 war die erste, das heißt, hilf mir schnell, 18? Ja. 2026 wäre es jetzt. Und davon hast du fast alle auch selber gespielt. Hast du mal eine Spielzeit ausgesetzt? Ich habe eine Spielzeit ausgesetzt. Wir sprechen Corona davon, wie viel Gigs im pro... Zu unserer Zeit, das waren eher so 50, würde ich sagen. So in 50 über den Winter, aber das, was du dann übernommen hast? Sind mehr, so zwischen 80 und 90, 85, 88. Wow. Es beginnt im Herbst. Cool, ja. Man hat, wenn man quasi als Musiker in so einer Produktion ist, hat man so eine Woche Probephase, um diese ganzen Sachen vorzubereiten. Und dann beginnt das Ende Oktober oder so, ne? Anfang November, Ende Oktober. Und wenn es dann gut läuft, geht es bis in März rein oder so, ne? Genau, bis Mitte März meistens. Ja, also den kompletten Winter und dann aber auch die Weihnachtszeit durchspielen. Ihr spielt auch Silvester durch. Mhm. Also das ist schon, weil da natürlich die Zeiten sind, wo die Leute auch dann kommen. Genau, das ist Und da kommen Familien hin, da kommen Paare hin, da kommen aber auch Firmen, die Weihnachtsfeiern quasi dann machen. Eine Zahnarztpraxis lädt alle Angestellten ein oder, ne? Dann sind da mal 20er Gruppen an einem Tisch und die machen sich dann einen schönen Abend und man bespielt die dann komplett irgendwie. Was mich jetzt interessiert, sorry, wenn ich unterbreche, weil es fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf, ne? Aber ihr kennt es ja schon ein bisschen. Ich kenne es nur so mal von einmal zugucken in Mannheim. Wie ist das, wenn du als Leiter der Band, wenn du jetzt auf der Bühne sitzt, musst du da arg auf die Artisten achten, was die machen? Oder bist du bei der Band? Oder inwieweit musst du das abstimmen, was du siehst
oder was die machen? Je nach Moment, beides. Mhm. Also es gibt, wenn die Gänge serviert werden, dann bin ich eher bei der Band, also wir performen zum servierten Gang. Ah, okay. Sozusagen. Je nach Show und je nach Inszenierung ist das mal mehr, mal weniger aktiv dann trotzdem. Also die Show geht quasi weiter, man lässt die Leute schon essen. Mhm. Man nennt das dann Animation, dass die Artisten trotzdem an die Tische gehen, aber vielleicht jetzt ohne groß Mikro- und Lichtstimmung oder so, sondern eher so auf persönlicher Close-Up-Ebene. Mhm. Manchmal passieren kleine Szenchen, so, es essen ja nicht alle gleichzeitig. Das geht aus logistischen Gründen nicht. Mhm. Deswegen kann es schon mal dauern, dass es ein paar Minütchen dauert, bis das Essen kommt. Und die, die noch nicht essen, die haben dann was zu hören, die haben was zu sehen. Und es ist aber so gestaltet, dass man sich trotzdem dann, wenn das Essen da ist, dass man essen kann oder dass man sich auch unterhalten kann. Wenn man jetzt aber dann kommt irgendwann der Go, jetzt haben wir noch 3 Minuten, jetzt ist gleich abgedeckt. Genau. Jetzt beginnt in 3 Minuten der nächste Showblock. Ab da. Dann ist der Fokus wieder auf der Show. Musst du dich mit. Und dann, genau. Show heißt, es ist hier zum Beispiel eine Artistik-Szene, wo jemand auf dem Trampolin irgendwie 5 Meter hoch springt. Zum Beispiel. Und dann. Genau, nehmen wir an, wir begleiten den live. Mhm. Dann ist mit ihm geprobt, welche Musik wann zu welchem Move. Kommt irgend so ein Hit oder sowas. Genau, okay, dann ist man schon auch, man spielt dann auch mit den Artisten dann eigentlich insofern zusammen, dass man halt bestimmte Timing-Sachen schon checken muss. Absolut. Aber da ist die ganze Band ja auch dann dabei wahrscheinlich. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass du, sondern die ganze Band weiß dann genau, was zu tun ist. Ja. Und das wird auch geprobt, die Abläufe und so. Ja. Ihr habt ja dann darüber hinaus auch mit Funkstrecken, die ganze Band ist verfunkt, geht dann mal in die Mitte und spielt so ein bisschen so als Marching Band mit Snare und Akkordeon. Solche Momente gibt's. Oder ihr macht wirklich krasse, so produzierte elektronische Dinge mit irgendeinem Aerial Act, was wirklich so filmisch dann funktioniert. Es ist jetzt gar nicht mehr Jazz-Trio, spielt im Hintergrund irgendwas, sondern es hat dann echt Synthes und fette Drums und E-Gitarren. Und es kann dann richtig einen modernes Soundgewand haben, wie wenn man eine Netflix-Serie guckt. So. Und dann kommt Switch zurück und jetzt kommt der Dessertgang und man ist wieder im Dinner Jazz. So. Also es switcht so von A nach B und das ist eigentlich wie so psychologische Switches von Erlebnissen und da ist Musik ja immer ein Teil davon. Hin und wieder muss auch der Gitarrist mal einen 4-fachen Salto auf dem Trampolin machen. Ich habe eine Show gesehen, wo exakt das passiert ist. Wirklich? Wo der Gitarrist beim Gitarrensolo einfach so Backflips auf einem, das war in Kanada, habe ich eine Show gesehen. Okay. Habe ich auch gedacht, schwer einen Sub zu finden. Wow. Also das kann man auch so weit treiben, dass dann die Musiker selbst. So. Das gibt es auch, genau, wo die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Viele Artisten spielen ja auch ein Instrument und formen dann Bands. Mhm. Aber um jetzt nochmal, also, und dann machst du natürlich aber auch andere Dinge, begleitest Leute, produzierst Leute und jetzt bist du seit einigen Jahren auch mit uns, mit Gregor unterwegs im Pop-Business und so weiter und so fort. Um jetzt auf unser Thema zu kommen, was wir heute haben, nicht zuletzt, deswegen haben wir dich auch eingeladen, aber du hast ja mit sau vielen Musikern in solchen Situationen gearbeitet. Du hast nämlich die ganzen Bands für diese Palazzo-Geschichten gecoacht, bist in die Bands hin und hast quasi gesagt, guck mal, so funktioniert das. Die haben das teilweise noch nicht gemacht. Vorher konnten sich das nicht vorstellen. Du gibst den, schreibst den Sheets, du begleitest die Proben und dann gibst du das aber ab. Dann gibt es quasi einen Bandleader, der dann mit seiner Band in Nürnberg das macht, weil du dann nicht jeden Tag da bist. In Berlin, in Hamburg und so weiter gibt es dann die Bands, die das dann machen und eben genau diese Spielzeit spielen, diesen Steady-Gig quasi durchziehen. Das hast du quasi als Coach gemacht, selber eben in 18 oder 15, 18 Dingern auch selber gespielt als MD. Und da gibt es ja schon diesen Begriff, täglich grüßt das Murmeltier. Das sind total festgefahrene Shows, wo fast keine Flexibilität mehr ist, jeden Abend was anderes zu machen, sondern die Songs sind ausgewählt, es geht ja auf Minuten genau, wird das Dinner geplant, da ist häufig gleich, wer das Solo spielt, dann ist häufig gleich, wie lang der Dinnerblock, der Showblock dauert und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich ein Reproduzieren, ein jeden Tag identisches Reproduzieren. Das wiederum ist dann fast vergleichbar mit einer Popproduktion, wenn wir auf die Bühne gehen. Und bei Gregor ist es jetzt anders, weil keine Click-Tracks mitlaufen und keine Backing-Tracks laufen, aber wie fast jeder Pop-Act hat heute Ableton mitlaufen und es kommen Dinge geflogen und du machst quasi deinen Part jeden Abend perfekt. Ja, also wir haben ja gesagt, Udo Lindenberg, ne? Oder Helene Fischer, wenn man solche großen Pop-Shows anguckt,
da ist ja auch viel mit Theater und Tanz. Ja, total. Ne? Ist ja schon eine Parallele da und da wird dir dann auch wirklich der komplette Ablauf geprobt. Ne? Also damit kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen. Genau, also das ist eigentlich genreübergreifend, außer vielleicht im Jazz. Im Jazz ist vielleicht noch so der Bereich, wo man sagt, okay, das ist eine Musik, man hat zwar die Setlist, die vielleicht gleich bleibt, man hat auch Songs, die irgendwie gleich bleiben, aber man hat doch relativ viel Freiraum, viel Interaktion, viel Improvisation, und das ist ja auch das, was den Jazz so attraktiv macht, dass es vielleicht jeden Abend wirklich ganz anders ist. Mhm. Was ist deine Herangehensweise, was ist dein Credo, wie kriegst du es hin, dass du nicht genervt bist, dass du jeden Abend Bock hast, dass du die Leute motivierst, kannst du das irgendwie, gibt es da überhaupt einen Plan? Oder? Da muss, glaube ich, jeder so für sich selber so einen Plan finden. Also erstmal, glaube ich, muss man verstehen, warum ist es denn so getaktet? Es muss so sein, weil zu viele Gewerke synchronisiert, also das Essen zum Beispiel jetzt im Fall von Palazzo. Der Koch muss natürlich wissen, wann muss die Ente in den Ofen, damit sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ready ist. Ja, und wenn man sich nicht an die Zeiten setzt. Das Krasseste, muss auch der Koch mitspielen eigentlich. Ja, natürlich, dann, ne? Genau. Also das ist schon ein Gesamtgefüge. Und es sind ja immerhin noch 15 Artisten, Moderatoren, die sich umziehen müssen und so weiter. Also jeder hat so sein eigenes Schedule während einer Show. Das ist wie so ein riesiges Puzzle, was dann irgendwann so ineinander greift. Dauert manchmal auch eine Weile, bis es so richtig gut sitzt und so weiter. Deswegen muss es so sein, dass es, also der, ne, der andere muss schon wissen, auch okay, in 3 Minuten ne, muss das Kostüm sitzen und oder ein Artist wärmt sich auf, auf einen bestimmten Punkt und der weiß, okay, eine Dreiviertelstunde, bevor mein Act kommt, muss ich anfangen irgendwie mit dem Spagat, sonst ne, bin ich nicht warm genug und so. Und so entsteht halt so ein täglich grüßt das Murmeltier-Ding. Aber es hat einen guten Grund. Also das ist schon mal das Erste. Man versteht, warum es so ist. Deswegen habe ich das nie als Problem gesehen, sondern einfach... Es macht also keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Ja, genau. Es geht einfach nicht anders. Das muss so sein. Ja, genau. Soll ja auch so sein. Ja. Und dann ist es so, wir haben zwar auch, wir arbeiten mit Klicks, manchmal auch mit Zuspielern, je nach Musikrichtung oder so. In den Dinner-Sets benutzen wir die Klicks, aber meistens nur, um das richtige Tempo immer jeden Abend zu haben, dass wir da auch die Sets zeitlich gut treffen. Und eben, weil man das häufig macht, manchmal ist man vielleicht ein bisschen müde oder krank oder so, dass man diese CPU dann nicht haben muss, wie genau ist denn jetzt das Tempo. Ne? Ja. Und dann hilft so ein Klick, gibt einem so ein bisschen Sicherheit, aber oft nach 8 Takten geht er aus und dann irgendwie so nach der Intro oder so. Verstehe. Insofern gibt es schon ein bisschen Freiheit. An dem Abend, wie ist die Pocket? Spielt man zusammen und so weiter. Es gibt schon relativ viele Challenges im Detail, die man lebendig halten kann, auch so über eine Spielzeit. Also wir machen fast jeden Tag, jeden zweiten Tag ein kleines Meeting vor jeder Show. Und ich mache so eine Liste, alles, woran ich mich so erinnern kann noch, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was wir besser spielen können, Intonation, Backing Vocals, Timing, spielen wir hier vor dem Klick, auf dem Klick, hinter dem Klick, ist der Part ist irgendwie komisch, irgendwie liegt voll mit den Vocals zusammen, können wir die Lage wechseln und solche Geschichten. Und ab und zu sagt man auch, komm, spielst du mal Solo heute oder wir gucken uns auf der Bühne an. Also so ein bisschen Freiraum ist dann schon. Das ist spannend, ich stelle mir das wirklich spannend vor, weil es ist ja auch für das Publikum dann wirklich beeindruckend, wenn man dann irgendwie so sieht, wenn die Show dann richtig eingekocht ist, ne? Im Sinne von, jetzt weiß jeder jeden Handgriff, Perfektion. Ist für die Leute, glaube ich, super spannend, wenn man sieht, wie das Zahnrad so ineinander greift und die Show dann wirklich so läuft, dass man gar nicht mehr weiß, so krass, wie machen die das? Ne? Also ich stelle mir das schon interessant vor. Ich habe es ja auch in Mannheim erlebt. Das war ja wirklich so eine Entspannungsphase, Essen, und dann plötzlich geht das Licht an und kommt jemand auf die Bühne und macht irgendwie eine Ansage und es kommt irgendwie so ein kleiner Comedy-Part und dann plötzlich hüpfen Leute rum und so. Also ich glaube, wenn man wirklich dann so als Außenstehender dieses Zahnrad dann betrachtet, wie perfekt das läuft, das kann auch so eine sehr starke Dynamik entwickeln. Ne? Und ich glaube dann, wenn es irgendwann mal richtig, wenn ihr richtig safe seid alle und es, vielleicht kommt es dann irgendwann beim 5. Gig irgendwann oder 6. Gig, wo man weiß, okay, das haben wir schon so oft gespielt, jetzt wird es immer klarer, dann ist das, glaube ich, auch beeindruckend dann, ne? Für die Leute. Das ist spannend. Ich weiß nicht, wie die Leute das wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob die alle sehen, vielleicht idealerweise sogar. Nee, gar nicht. Gar nicht, ne? Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, wir haben Mannheim gesehen. Mannheim ist auch ein Palazzo, aber ein ganz anderes Konstrukt. Das ist, Die sind alle anders? Ja, also Mannheim ist A, viel größer. Ich
glaube Mannheim, ich müsste jetzt lügen, 600er Zelt oder so. Ein sehr großes Zelt. Sehr großes Zelt. Stuttgart, wo du jetzt viel gespielt hast, ist ein 400er Zelt oder so. Ja. Ne? Freiburg, was wir damals gespielt haben, war so 250 oder so. Ja. Und das muss man auch einfach verstehen. Es kommen natürlich teilweise kulturinteressierte Leute, die einfach grundsätzlich mal so sozialisiert sind, dass sie sagen, oh, da ist eine Liveband, das finde ich aber geil, da habe ich Antennen für. Mhm. Oder dieser Artist ist geil oder ich stehe total auf britischen Humor, schwarzen Humor oder so. Oder es kommen aber auch Leute, die sagen, was ist Live-Musik und ich stehe drauf, weil dann eine leicht bekleidete Schlangenfrau. So, ne? Also, und, oder wegen dem Essen. Oder wegen Essen, ja. Genau. Also das heißt, es ist eine totale Bandbreite. Mhm. Es ist grundsätzlich mal eher ein mainstreamig angelegtes Ding. Mannheim ist sehr mainstreamig. Da gibt es auch keine Live-Band. Da gibt es halt einen Keyboarder, der zum Dinner spielt, aber auf einer Lautstärke für meinen Geschmack, der ist gar nicht inszeniert. Ja. Den könnte man meiner Meinung nach komplett weglassen. So, ich gucke dir nicht zu. Ja, nein, nichts gegen ihn. Es ist einfach nur, wenn ich mir überlege, die Male, wo ich da war, die 600 Leute, die da drin sitzen, das ist dann, wenn die reden, ist es auch eine Lautstärke-Situation und je mehr Leute da sind, das ist ein rundes Zelt. Du kannst zwar mit Licht viel machen, du kannst mit Audio viel machen, kannst psychologisch viel erzeugen im Rahmen von so einer Show, aber es gibt ganz viele Leute, die dann einfach am Labern sind und wenn die dann schon einen Wein getrunken haben, dann kriegen die manche Sachen gar nicht mehr mit. Mhm. Und auch jetzt ist übrigens der Showblock, die haben aber die Ansage gar nicht mitbekommen oder die haben überhaupt den Feature-Song der Sängerin nicht mitbekommen, weil die das als Hintergrundmusik nur wahrgenommen haben. Das heißt, es ist so ein totales Fingerspitzengefühl, wie man das inszenieren muss für Regie und Musik und Artistik, dass man diese gesamte Masse an Leuten durch diesen Abend manövriert und jeder am Abend rausgeht und sagt, war ein geiles Erlebnis. Jetzt frage ich mich aber, weil du das gerade sagst, ne, gibt es jemanden, der, wie sagt man da, wie nennt man das, jemanden, der von außen die Show betrachtet und sagt, okay, das müssen wir verbessern? Die Regie. Ja. Das ist die Regie. Ja. Es gibt eine künstlerische Gesamtleiterin in dem Fall, die Regisseure hat in den verschiedenen Shows und so weiter, diese Regisseure. Haben oft auch Regieassistenzen noch dabei und es gibt, also schon. Das wird permanent evaluiert, wie die Show läuft. Die drauf guckt, genau, und dann Sachen, die nicht gut funktionieren, werden im Laufe der Saison nochmal umgestellt oder neu geprobt. Das passiert nicht so häufig eigentlich, also idealerweise. Ja, weil ist klar, ne, wenn du merkst im Publikum, okay, die Ansage ist einfach zu leise, muss das ja jemand. Das passiert ja, also es gibt ja auch einen Techniker und das ist auch, wir sind ja alle technisch interessiert und das finde ich auch total spannend. Also das Musikalische ist ja das eine, aber dann kommt die ganze technische Komponente noch dazu mit Licht und Ton und In-Ear und allem. Ja. Und dieser Rahmen jetzt zum Beispiel wie der Palazzo oder generell ein Rahmen, wo man wenig subt, wo es immer die gleichen Leute sind, mit immer dem gleichen Programm, das ermöglicht ja überhaupt erst, dass man ins Detail geht. Ja, eben. Weil bis dahin ist man immer so ein bisschen, ja, der Monitor geht so für einen Gig oder so, kommt man irgendwie durch. Aber es ist nie so, dass man sagt, wow, okay, jetzt ist perfekt und jetzt kann ich wirklich hören, ganz genau hören, was die Leute machen. Ich kann die Stücke in- und auswendig und so. Also diese Dinge sind alle irgendwie laufen dann schon. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Palazzo so. Das ist ja bei Gregor jetzt auch so, ne? Wenn man auf Tour geht und das Programm steht und so weiter. Mhm. Gut, kommt mal ein Song, mehr oder weniger, aber man fühlt sich dann irgendwann mal wohl und dann fängt überhaupt der Spaß an. Da kann man eigentlich erst denken, genau. Also was jetzt spannend ist auch, was das Thema betrifft, ne? Jetzt hast du halt dann irgendwie so 50 Gigs gespielt. Immer dasselbe Programm. Du feilst an jedem Ding, ne? Da kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst so, okay, jetzt ist Routine da. Jetzt kommt der Punkt, wo ich vielleicht so ein bisschen, ein bisschen Frische reinbringen will oder so. Gibt es da Taktiken, die du hast? Oder was machst du, wenn du merkst, es wird mir so ein bisschen zu gleichförmig oder ich werde müde vielleicht sogar am Ende? Mir passiert es selten. Mhm. Warum? Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Ich weiß es nicht. Mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Aber du hast ja gerade schon gesagt, du bleibst dran. Du setzt dich hin, du schreibst Dinge auf, die nicht gut waren, die gut waren. Mhm. Ihr sprecht drüber. Das ist ja wie eine Beziehung pflegen, so ungefähr. Das muss man vielleicht da auch machen. Aber das ist so mein Ding in solchen Situationen, weil ich ja die auch selber schon viel hatte. Also jetzt Touren kennen wir ja. Aber bei der Tour ist ja zumindest noch mal so, dass man jeden Abend eine andere Venue hat und jeden Abend irgendwie auch einen anderen Sound hat und ein anderes Publikum hat, so ungefähr. Ne? Ja. So eine Dinner-Show oder so ein Steady-Gig, wo viele Komponenten wirklich immer identisch sind, selbst das Publikum ist häufig, es gibt Tage, die unterschiedlich sind, es gibt auch
heute war ein geiles Publikum, heute war eine geile Show, das merkt man schon. Okay. Freitag, Samstag sind die Leute locker drauf als ein Dienstag. Mhm. Da wird weniger getrunken, es ist leiser, es wird weniger gelacht, weniger Feedback. Also das ist auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich sicherlich, Mentalitäten und so. Aber trotzdem, die Venue ist die gleiche, die Musik ist die gleiche, die Musiker sind die gleichen, die Techniker sind die gleichen. Es ist immer identisch. Ich lasse ja sogar meine Instrumente stehen. Ich packe ja gar nichts mehr weg. Da wird man da irgendwann so ein bisschen laissez-faire. Oder nee, und das ist genau der Punkt. Ich denke, du musst dir da Momente suchen, wo du dich selber challengest und frisch bleiben, wie du sagst, dann lass mal bei der Nummer darauf achten, darauf achten. Mhm. Ich habe unglaublich viel gelernt in diesen Jahren, wo ich das gemacht habe. Also sowohl am Instrument, als auch technisch, als auch was so Band-Interplay angeht. Mhm. Wirkung von was ich gerade tue, wie funktioniert das nach draußen? Mhm. Da guckt mich jetzt so ein Typ an, wie ein Auto, und sagt, okay, der hat offensichtlich versteht ja nicht, was ich tue. Ja. Und das ist auch okay. Anderer guckt und findet es richtig geil. Genau. Ne? Es gibt ja aber alles. Aber ich muss das verstehen. Dem gefällt das gerade nicht, weil er das nicht kennt oder weil der das auch wirklich nicht gut findet. Ja. Und der findet es total gut. Und das einfach selber verarbeiten. Ich habe häufig auf der Bühne so runter und da wird gerade so bei mir im Kopf, funktioniert das gerade, was wir machen? Funktioniert es nicht? Oh, das gefällt mir. Der Drummer spielt gerade geil. Geil, spielt total leise, aber ist trotzdem energetisch. Oder jetzt spiele ich mal heute Abend nicht so inside, jetzt versuche ich mal ein bisschen outside. Ah, ist zu much für den Rahmen. Okay, da ist also auch Spielraum dafür da, dass man sagt, ich strukturiere mein Solo jetzt mal um. Also man kann immer an sich arbeiten, eigentlich täglich. Man kann an seiner Technik natürlich ein bisschen arbeiten, wenn man merkt, okay, bei diesem Song bin ich so ein bisschen verkrampft. Ich versuche mal eine andere Technik. Also man ist permanent dabei, sich irgendwie zu entwickeln, obwohl man 50 Shows spielt und dieselben Songs. Das Ding ist, irgendwas ist an jedem Abend geil irgendwo. Mhm. Entweder ist der Schlagzeuger gut drauf oder du bist selber gut drauf oder es gibt einen Tisch, der eine Menge Spaß hat gerade oder das Publikum insgesamt ist super oder der Host hat halt richtig gute Jokes oder keine Ahnung, ist irgendwie, also meistens ist irgendwas cool und dann kann man einfach damit gehen dann in dem Fall und keine Ahnung, ich sage mir dann immer, ich möchte das Gefühl haben, nach der Show so dieses, schade, dass wir es nicht aufgenommen haben, Gefühl, also Also auch so gut spielen, dass man es aufnehmen könnte auf jeden Fall. Das ist so der Anspruch, genau. Also so ein bisschen wie Takes denken, ne? und einfach die Arrangements verstehen und dann auch teilweise dienlich spielen oder mal inspiriertes Solo spielen oder einfach in der Pocket sein und sich gegenseitig zuhören. Ja. Wo sind wir denn heute? Ah, derjenige ist jetzt gerade ein bisschen müde heute Abend. Na, war der Song jetzt nicht die beste Version? Ja. Nächster Abend, nächste Chance sozusagen. Ja. Und das hält es dann frisch. Und es ist dann auch manchmal beängstigend, wie schnell so eine Saison dann rumgeht. Und alle gucken auf die Uhr, oh, die letzten 3 Wochen, jetzt haben wir nur noch 15 Chancen. Das ist ein gutes Zeichen. Ist eigentlich, genau. Ja, weil dann macht es auch ein bisschen Spaß, weil jeder kennt das Gefühl, ne? In der Schule sitzen, zweite Stunde, Erdkunde. Oh Mann. Das ist erst 9. Ja, genau. Es gibt ja auch Challenges. Ne? So eine Saison ist ja über den Winter meistens, werden die Leute krank und dann wird jeder mal krank irgendwie, dann gibt es mal eine Woche, wo die Sängerin vielleicht sagt, ey, ich habe echt Halsweh und dann muss man vielleicht auch Instrumente spielen und sie so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und dann ist das eine Challenge, okay, was spielen wir, wie spielen wir das Timing, dann stimmen die Zeiten plötzlich nicht, weil es ja andere Arrangements sind, dann spielt man mit Stoppuhr und guckt, dass man die Zeiten trifft, also langweilig wird es nicht. Ja. Spannend. Ja, ich finde es spannend, weil ich meine, wir haben natürlich auch mit Gregor eine Tour übers Jahr verteilt, dann hast du mit Bab eine Tour und so, wir kennen das Tourleben schon ein bisschen. Du hast in dem Fall halt Belastungen, wie jetzt im Turbus schlafen, du bist jedes Mal in einer anderen Halle, anderer Sound und so, und du merkst dann irgendwann so auch, ja, heute bin ich mehr oder weniger müde, heute ist das Publikum Hammer, das reißt mich mit oder so. Ne? Aber in eurem Fall ist es ja schon ein bisschen so eine Routine auch. Ne? Man setzt sich, der eine oder andere Musiker wohnt in der Nähe vom Palazzo, kann mit dem Fahrrad, wie du jetzt, hinfahren. Ja. Der andere fährt einfach jeden Tag mit dem Zug hin. Es ist ein bisschen wie zur Arbeit fahren, aber man kommt dann abends an und hat halt dann eine Show. So, ne? Das heißt, es ist eine Zwischenwelt aus ich nenne es mal was Gescheites gelernt, einen richtigen Job und Musikerleben, oder? Das ist eigentlich so eine Zwischenwelt. Das ist eine Art von Show, ne? So Showbiz. Also. Showbiz, genau. Showbiz. Es ist wie Schauspieler zum Theater gehen, wenn sie ein bestimmtes Stück gerade spielen, dann ist es halt eine Zeit lang immer das gleiche Stück. Ja. Trotzdem, glaube ich, ist man einfach konzentriert. Also nervös würde ich nicht sagen, aber man ist schon
on ja. vor der Show. Also wenn die Lichter angehen. Das ist interessant, ja, sorry. Nur, ich bin nur gerade in meinem Kopf da, weil ich mir denke, so, und viele Leute denken darüber nach, okay, sie wollen Musiker werden oder viele jüngere Menschen. Wie stellt man sich das Leben als Musiker vor? Und es kann ja so unterschiedlich sein. Das ja, genau. ist ein Part von diesem Leben. Ne? Mhm. Nicht nur dieses Rock'n'Roll-Ding, die ganze Zeit Jet Set Live mit dem Flugzeug irgendwo nach Tokio fliegen. Das gibt's auch, das hast du ja auch erlebt, aber dieses Ding, dass man auch ein Theater machen kann und wirklich einen anständigen Beruf eigentlich hat und regelmäßig Geld verdient. So, ne? Das ist so, diese Bandbreite im Musikerdasein ist ja relativ breit. So, ne? Und das ist so wirklich eine also, Form. Es gibt ja auch noch andere. Es gibt, wie du das Theater als Schauspieler, das gibt es ja für Musiker genauso. Wenn du ja. im Theater in einem Orchestergraben sitzt zum genau. Beispiel. Ich habe früher im Studium viel Musical gespielt in Stuttgart bei Stage Entertainment. Das ist noch krasser. Weil da gibt es den Showanteil nicht. Das, was Chris, über was wir gerade reden bei Palazzo, man steht da ja auf einer Bühne. Mhm. Das ist zwar kein Konzert, aber man ist mit inszeniert, man performt. Ja. Ne? Mal mehr, mal weniger. Bei den Dinner-Sets eher weniger. Mhm. Und dann gegen Ende vom Dinner darf man ein bisschen mehr und dann gibt es die Showblöcke und dann wird es auch lauter. Und dann darf man sich, man hat noch Kostüme an, je nachdem, was für ein Thema ist. Wenn du bei Musical spielst, bei den meisten Musicals mit Live-Act, das wird ja auch immer weniger, muss man ja auch sagen. Also früher waren die Musical-Orchester, die Bands waren größer besetzt. Mittlerweile ist es auch bei den großen Häusern auf jeden Fall deutlich weniger geworden und viel Zuspieler oder viel Keyboard-Situation. Aber da ist es wirklich täglich grüßt das Murmeltier. Du gehst zu einer bestimmten Uhrzeit hin. Es ist egal, wie du aussiehst. Oder, naja, also du musst halt einfach da sein. Und also du sitzt ja unter der Bühne. Irgendwo ja, hin, oder teilweise auch entweder im Graben oder so in getrennten Räumen sogar, in manchen Häusern. Jeder einzeln. Einzelhaft. So. Naja, das ist dann wirklich auch wirklich egal. Ne? du musst einfach da sein, spielen. Das Ding ist vorbei. Du bist sofort, ich war immer 5 Minuten später im Auto und wieder zurück nach Mannheim, so ja, Autobahn, bam. Ja. Also das ist, da ist Palazzo, finde ich, eine extrem spannende Kombi, weil es irgendwo zwischen Hintergrundmusik, Show, Theater, Varieté, das ist wirklich eine Variety im Rahmen der Entertainment, Kunst, wie man immer das nennen will. Wenn man drauf steht, ich glaube, der Schlüssel so zur Motivation, ne, warum es jeden Abend Spaß macht, ist, gut, ich habe jetzt das Glück, natürlich, ich suche die Songs aus und so weiter. Das ist natürlich dann auch mein persönlicher Geschmack. Wir als Band haben aber auch einen ähnlichen Geschmack und die Band trägt es ja dann auch mit. Übrigens auch diese Meetings. Ne? Also wir hatten auch einen Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, werde ich euch auf den Sack gehen. Ja. Irgendwie jeden zweiten Abend über so Details, aber die waren, nee, genau das, um es frisch zu halten und so weiter. Aber das muss auch jeder möchten und Bock drauf haben, das so zu machen. Und, und dann fängt der Spaß wirklich an, wenn man, wir sind zu fünft jetzt im Fall von Palazzo. Die Sidewalkers heißt das. Nennt sich die Band quasi. In Stuttgart, genau. Aber du hast natürlich auch die Leute ausgesucht oder ihr habt euch gefunden, sagen wir mal. Genau, das genau. ist ja auch ein wahnsinnsentscheidender Faktor. Ja. Es ist ja nicht nur die Musik, die man jeden Abend spielt, sondern die menschliche Komponente. Die menschliche Komponente ist in dem Kontext, finde ich, unglaublich wichtig. Ja, ist es. Aber das ist bei Gregor, glaube ich, auch so ein bisschen so, dass wir das schon genießen, dass wir uns gut verstehen. Und das ist ja auch so. Wir reden ja auch häufig nach den Gigs. Ey, heute haben wir hier die Intonation und mein Monitor klingt so und wie machst du es? Und diese aber ist bei Sing, mein Sohn auch, ne? Da hat man ja auch Leute gefunden, wo man sagt, okay, die können auch gut zusammen abhängen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, ne? Dass man das genießen kann jeden. Das ist so ein bisschen die Aufgabe auch des MDs, desjenigen, der quasi die Sachen zusammenstellt. Quasi damals auch, als der Matthias Grosch von Sing Mein Song quasi angerufen hat, dann findest du eine Fernsehshow statt. Ich brauche Bläser und wir brauchen irgendwie Leute, Buddies, keine Ellbogen bitte, kein Ego bitte. Mhm. So war so der Wunsch, ne? Ja. In weiser Voraussicht. Und das ist bei dir in diesen Situationen genauso. Das ist für mich entscheidender Faktor, damit so eine Sache nicht nervig wird, dass man am eigentlichen musikalischen Ding weiterarbeiten kann, dass man einfach Bock drauf hat, weil die Leute auch cool sind. So, dass, wenn das nicht so ist, ist, glaube ich, schwierig, sich dauerhaft zu motivieren. Aber wenn man dann auch noch geile Songs spielt und an Arrangements feilt und so weiter, dann, ich meine, da spielst du, keine Ahnung, bist irgendwie Prince und Sting und Stevie Wonder und die Heroes, die man irgendwie cool findet, mega Songs und okay, dann gehst du kurz durch, ich habe geile Leute auf der Bühne, super Musiker, wir spielen mega Songs, wir haben super Techniker und tolle Kollegen und das ist jetzt irgendwie aus der ganzen Welt sind da irgendwie Artisten mit am Start und man ist jetzt irgendwie 4-5 Monate lang eine Familie. Ja.
Also wieso soll man es nicht jeden Abend genießen? Eine Sache muss ich noch wissen. Das wollte ich unbedingt, die Frage wollte ich dir schon lange mal stellen. Cool, dass wir es jetzt machen, wo wir unter uns sind. Du hast damals, als du bei Gregor reingekommen bist, ne? Musstest du dir, ich weiß nicht, wie viele Songs, das ganze Programm drauf schaffen. Und du hast es irgendwie so, das fand ich irgendwie so, ne, ich kannte dich noch nicht. Und es war, da kommt so ein Typ, der spielt jetzt Piano und singt auch noch. Ne? Und du hast dir irgendwie das Zeug in der krassen Geschwindigkeit alles drauf geschafft. Also so, ne, so wirklich viel Zeug in dein Gehirn reingestopft. Und hast irgendwie das geschafft, da irgendwie alles so zu organisieren, dass du das auch wieder abrufen kannst. So, ne? Es dauert dann vielleicht so mal ein, zwei Shows, bis alles so sitzt. Aber ich fand es beeindruckend, wie schnell du so viel Information in deinen Kopf gepackt hast. Gibt es da einen Trick? Hast du da eine Taktik? Wie machst du das, wenn du viel Programm lernen musst, mit Gesang und allem drum und dran? Ein Trick nicht wirklich. Also ich glaube, wie bei uns allen, man übt so lange, bis man das Gefühl hat, jetzt komme ich durch irgendwie. Ja. Die größte Challenge bei Gregor waren die Texte für mich. Ja. Ich habe die Songs durcheinander gebracht. Ich habe einfach die Textzeilen sind von Song zu Song gewandert und ich wollte dann immer die, aber du hast die falsche die Text, Bridge und so. Die Texte auswendig gelernt? Du wusstest die Texte? Ich habe alles auswendig gelernt. Und wie hast du das gemacht? Dich hingesetzt und die Texte auswendig gelernt? Wie so ein Theater? Es gab ja so Material, ne, Aufnahmen und so. Und dann habe ich mir rausgehört, was der andere so singt und was er so gespielt hat und so. Mhm. Und habe versucht, das einfach mir reinzutrichtern. Dann sitzt man halt, das dauert schon ein paar Tage. Mhm. Dann macht man eine kleine Pause und dann immer wenn es so... Wiederholst du das? Ja, ich mache das ganz gerne, weil wenn man es 3-4 Mal macht, dann kann man das ja immer. Aber wenn man dann frisch irgendeinen Song, den man nicht so richtig noch so in den Knochen hat, mal eine Intro spielen muss oder so, wie ging denn das nochmal? Ja. Man versucht, also das Gefühl darf dann nicht mehr da sein, sonst. Interessant, ja, weil es ist, also ich beschäftige mich auch immer wieder damit, so wie lernt man effektiv, ne? Wie kriege ich das hin, einen Text zu lernen und den Song schnell in die Birne zu kriegen, so, ne? Dass ich das abrufen kann. Und ich kenne es von mir auch, okay, ich habe jetzt einen Text oder einen Song im Ablauf so lange geübt, dass ich ihn jetzt heute kann, aber morgen ist es nur noch, sind es nur noch Bruchstücke, ne? Also du musst dir eigentlich diesen Prozess des Wiederabrufens, den Moment, du stellst dich hin und musst den Song jetzt abrufen und dann muss er laufen. Das muss man ja eigentlich üben. Man muss ja eigentlich üben, frisch an den Song ranzugehen, den dann durchzuziehen. Weil man gewöhnt sich ja an, beim Üben immer wieder abzubrechen und alles neu aufzurufen. Ne? Weißt du, was ich meine? Dass du eigentlich diesen Moment üben musst, jetzt stehe ich auf der Bühne, jetzt kommst du drauf an, jetzt muss ich das Ding abliefern. Und das macht man beim Üben viel zu wenig, weil man immer die Chance hat, alles zu wiederholen. Aber das Geile ist, dass wir genau das Gegenteil von dem Thema, was wir heute in der Sendung haben. Nämlich genau der Moment, wo es noch so frisch ist, dass es noch gar keine Routine ist, sozusagen. Ne? Ja. Also, und dann irgendwann passiert das ja, dann ist es so Routine plötzlich, dass man sich gar keine Gedanken mehr drüber macht und plötzlich Zeit hat, über andere Sachen nachzudenken. Und trotzdem macht man die richtigen Akkorde und singt die richtigen Dinge. Weil es halt schon im Körper drin ist. Und dann hat man schon fast Angst. Wie kann denn das sein, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke? Es kommt einfach das ist raus. Autopilot. Ne? Autopilot. Ja, also kommt man jetzt so in die Neuropsychologie oder Wissenschaft. Ne? Aber ich finde das wahnsinnig spannend, weil man sich als Musiker halt auch irgendwann mal kennen muss und wissen muss, okay, wann kann ich den Song eigentlich? Wann kann ich mich auf die Bühne stellen und der Schlagzeuger zählt ein und ich rufe das Ding ab? Ja. Weil zu Hause sitze ich da und höre einfach auf und gucke nochmal nach, wie war das nächste? Ah ja, jetzt kann ich es. Das kannst du auf der Bühne nicht. Das heißt, du musst beim Üben wirklich dich schon hinstellen und sagen, jetzt ziehe ich das Ding einmal durch. Und wenn ich ein Wort vergesse, muss ich es trotzdem durchziehen. Ja. Das muss man eigentlich machen. Ne? Wer betrunken spielen will, muss betrunken üben. Man muss dann eigentlich betrunken. Ja. Aber ich glaube, das ist jeder auch ein bisschen anders. Ne? Weil du sagst, du lernst einen Song und dann vergisst du ihn wieder irgendeinen Tag später. Bei mir ist es so, ich brauche lang oder länger, bis ich ihn kann. Aber ich kann ihn 3 Jahre später sehr wahrscheinlich noch spielen, ohne dass ich ihn gespielt habe. Also er bleibt dann irgendwie vorhanden. Weil du den so genau... Das kann ich dir nicht... Texte sind bei mir total krass. Ich kann Songtexte von Titeln, die ich selber noch nie gespielt habe, kann ich auswendig. Wenn die kommen aus den 80ern, aus den 90ern, 2000ern, irgendwelche Dinger, die kommen, ich kann die komplett singen. Ich kann's, also weil ich das gehört habe, weil ich die einfach im Radio immer mal wieder gehört habe oder so, dass wenn es irgendwie inhaltlich oder sogar auch Songs, die mich überhaupt nicht interessieren, die textlich keinen geilen Inhalt haben oder so, das bleibt bei mir krass hängen. Verrückt.
Ich Akkorde kann muss ich ja manchmal nochmal frisch machen. So, mhm. Muss immer, okay, die Nummer habe ich schon mal gespielt, 5 Jahre her. Wie war das nochmal? Ah, okay. Und dann ist er aber sofort wieder da. Das ist man so, hört die dann auch so ein bisschen, ja, ne, wohin es geht und genau, so. Ja. Aber Texte sind so wie einprogrammiert bei mir. Das ist genau das Gegenteil. Texte sind immer das größte Problem. Ja, geht mir auch erstaunlich. So. Ja. Ich tue mir wahnsinnig schwer mit Texten. Gerade spielen und singen dann, ne? Das ist natürlich so, dass ich als Saxophonist sehr selten Texte brauche. Ja, ja, aber du bist generell, du spielst ja auch Gitarre. Ja, und schon. So, aber es ist schon so, wenn man dann Sachen oft wiederholt hat, man sagt ja irgendwie, es gibt jetzt eine Behauptung, so ein Querschnitt, wenn du es 7-mal wiederholt hast, so, dann ist irgendwie was abgespeichert. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Menschen komplett anders. Mhm. Bei mir ist es, glaube ich, 20-mal. Aber das ist dann so auch ein Unterschied, ob du jetzt Sachen einfach längerfristig oft wiederholst und die irgendwann kannst, ne? Oder ob du jetzt, weil ich hatte es gerade, ich musste auch gerade 25 Songs irgendwie lernen, mhm. Und ich habe natürlich viel aufgeschrieben und so. Du hattest ja auch Notizen gemacht und hast auch ein bisschen dein System, dass du vielleicht mal Texte in die Notenzeilen schreibst oder sowas, ne? Genau, ich mache mir so ein Cheat, ich schreibe nur die Anfänge von den Songs, wenn ich mir noch unsicher bin, weil oft muss man eine Intro spielen oder so. Ja. Ja. Und dass man zumindest weiß, die Linie, und dann, sobald man die gesehen hat, hat man dann das Tempo und, genau. Und erinnert sich dann wieder dran. Also wie so ein kleiner Jumpstart. Super spannend. Es gibt ein System, das ist nämlich super spannend, wie man Texte auswendig lernen kann. Das wollte ich mal ausprobieren. Und zwar kann man, angenommen, du hast 4 Zeilen, einen Text, einen Vers mit 4 Zeilen. Und dann hat ja jedes Wort einen Anfangsbuchstaben und nur den schreibst du auf. Mhm. Also ich habe Hunger, I-H-H. Du schreibst nur diese Anfangsbuchstaben auf und machst mal so deinen ganzen Text, wenn du den Text schon so ein bisschen kannst, ne? Einfach nur als Erinnerungsstütze. Du schreibst nur die Anfangsbuchstaben von dem kompletten Text in der Reihe auf und versuchst mal dann den Song abzurufen, nur mit diesen Buchstaben. Das ist so ein Lernkonzept, das ich irgendwo aufgeschnappt habe, das ich mal ausprobieren wollte. Aber das finde ich spannend, weil du hast ja dann, du schreibst nicht mehr die ganzen Wörter hin, ne? Klar, du schreibst nur den Anfangsbuchstaben hin und trotzdem hast du irgendwo einen Anhaltspunkt. Und das finde ich spannend, was das Gehirn mit solchen Informationen macht, weil wenn wir lesen, lesen wir auch nicht jeden Buchstaben, wir lesen Wörter und vielleicht, klar, sieht man dann das Wort. Es gibt ja dieses Ding, wo die Buchstaben verdreht sind, man liest trotzdem das richtige Wort. Ja. Also das Gehirn macht super viel schon und das scheint auch so zu funktionieren, dass man nur mit so einem MP3-Format von einem Text, sage ich mal, arbeiten könnte. So, ne? Aber es ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Üben, manchmal gibt es so Schlüsselstellen, an denen man immer kurz zögert oder man spürt dann irgendwie so, ich höre alles im Voraus, wie jetzt der erste Change in the Bridge oder die Textzeile an der und der Stelle, da verdrehe ich immer das Wort oder so. Und man weiß das ja dann vorher und oft übe ich dann nur die Stellen erstmal, dann lege ich den Song weg und dann am nächsten Tag denke ich kurz drüber nach und dann muss ein Durchgang passieren, ohne dieses Gefühl zu haben, jetzt habe ich wieder gezögert an der Stelle. Verstehe. Und wenn das Gefühl weg ist, dann bin ich so selbstbewusst zu sagen, also, okay, jetzt, auch wenn ich müde bin auf der Tour oder so, irgendwie so, ist der Song so weit drin, dass ich super mich dazu spannend, aber das ist, weil du dich auch schon so gut kennst und das schon so lange machst, man weiß dann ungefähr, wo die Schwachpunkte sind, aber als Grundkonzept finde ich spannend, wenn man jetzt zum Beispiel vom Chorus in die Bridge geht in einem Song, man macht ja immer so eine Grenze da, ne? Rein instinktiv, jeder Mensch arbeitet in so Boxen, ne? Aber nimm vielleicht einfach mal nicht die 16 Takte Chorus, 16 Takte Bridge, sondern genau die Übergangstakte. Mhm. Nimm mal diese 4 Takte, wo der Übergang ist und üb den mal. Mhm. Ja, weil das vergesse ich auch oft. Ich hänge dann oft an so einem Übergang fest, wo ich denke, ich muss mal genau den üben. Mhm. Und das zwar einfach mal in Wiederholung. Ne? Genau. Das macht man oft so getrennt. Dass das Ohr das so ein bisschen lernt, da geht's hin und dann hörst du es irgendwann so, genau. Dann denkst du halt nicht mehr daran. Dass man da einen Tesafilm hinmacht, wo der Übergang ist und das mal versucht zu checken. Ne? Aber für mich ist es so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich versuche immer alles auswendig zu lernen. Ja. Jetzt auch für so eine Tour, auch wenn es mehr Arbeit ist, weil erst dann habe ich das Gefühl, kann ich im Song sein und habe genug CPU, um zuzuhören und das auch zu genießen. Sonst, solange ich Sheets lese, lerne ich auch nie. Also ich nicht so, dass auch ich nach so früh, acht Mal geht, Sheets weglege oder so. Das höchste Gut auf jeden Fall. Das bei Gregor sowieso. Also da ist ja sowieso, da man ja auch schon das Programm jetzt schon so ein bisschen drin hat, logisch, dann kommt vielleicht mal 1 oder 2 neue Songs dazu. Ich habe dann zwar Sachen aufnotiert und ihr ja sowieso als Bläser, weil ihr auch mit Subs arbeitet und das dann weitergeben müsst und so. Ne? Bei mir ist das nicht ganz so der Fall. Aber ich gehe sofort auswendig da dran, weil ich dann in der Probe auch schon, auch wenn ich den Song noch gar nicht so richtig so drin habe, lieber mal die Sachen weglassen, weil ich dann einfach lieber mal ein Fehlerchen spielen beim Proben. Ne? Absolut.
als dann irgendwie die ganze Zeit am Blatt zu hängen. Oder auch mal in der Show, wenn was schief geht, das ist, ja, das kann ja mal passieren, das ist überhaupt kein Problem. Der Spielspaß ist wichtiger, also wenn man das erreicht, dass der Spielspaß da ist, dann auch so eine lange Saison, wie hält man das frisch und so weiter, das ist einfach viel mehr wert. Ja. Also Palazzo macht ja auch alles auswendig. Alles auswendig. Ja. Alles auswendig. Wir machen auch zum Beispiel Übergänge zwischen den Songs. Das ist ja Schröder-Schule, ne? Das habe ich von Schröder gelernt, finde ich eine mega Idee. Weil es kein Konzert ist und weil man nicht unbedingt möchte, dass nach jedem Stück irgendwie so ein Appläuschen kommt oder so, ist es fast schon so der DJ-Gedanke. Also man wechselt von einem Song in den nächsten so schnell es geht oder verbindet die teilweise sogar miteinander. Stimmt. Und wechselt Instrumente dann auch entsprechend. Der Gitarrist hört dann schon auf zu spielen, weil er dann die Gitarre wechselt, um die nächste Intro zu spielen, während man selber dann auf Akkordeon umstellt und so. Und das Mikro muss nach vorne und dann kommt noch eine Stagehand, die muss noch was umbauen und so. Also von wegen, ne? Miteinander verzahnen und so. Ja, ja, verstehe. Und diese Abläufe sind total wichtig. Wenn die mal drin sind, dann genießt man die Songs einfach und die Performances. Ja. Das macht einfach mega Bock. Also ich kann das auch wirklich nur empfehlen, dass man zum Beispiel zu euch nach Stuttgart zu gehen. Ihr spielt ja dieses Jahr wieder, ne? Ja. Also wieder von Oktober bis, ne? Einfach mal dahin zu gehen, wenn man Musik interessiert ist. Ja. Das Essen ist auch cool, mal mehr, mal weniger. Es sind ja viele Leute, die da bekocht werden müssen, aber darum geht es jetzt in dem Fall für mich gar nicht, sondern wirklich dieses Zusammenspiel. Selbst wenn das dann in manchen Momenten Hintergrundmucke ist, die ihr da macht, wenn man das jetzt mal so abwertend sagt, es gibt so viel zu entdecken, weil da so viele Feinheiten drin stecken und so viele geile Ideen. Und ihr spielt die Songs ja jetzt auch nicht wie eine Coverband. Wir spielen jetzt die Taylor Swift-Nummer oder die Peter Gabriel-Nummer, sondern ihr macht mit jeder Nummer was anderes. Die wird eine Country-Nummer draus gemacht oder es wird mehrstimmig gesungen oder es wird einfach total bearbeitet. Es ist eigentlich total spannend. Die Leute erkennen Melodien wieder. Wenn du aber wirklich vom Fach bist, hast du eigentlich als Musiker den ganzen Abend Freude, weil dann sau viel passiert, weil ihr euch den Abend, und das ist, darauf will ich jetzt hinaus, du oder ihr gestaltet euch den Abend wahnsinnig challenging. Genau. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass man nur Hintergrundmucke spielt, sondern es ist eine totale Challenge, das den ganzen Abend über abzufeuern, die Übergänge zu spielen, leise, dann laut, dann den Showblock zu spielen, dann wieder runterkommen und plötzlich muss man irgendwie was Klassisches machen und dann kommt aber die Rocknummer und es ist total viel drin, was jetzt so für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, definitiv eine Herausforderung sein kann, eine Überforderung vielleicht auch am Anfang. Ja. Ging mir auch so, diese Shows, die wir damals so gebaut haben, wo man so denkt, dritter Probetag, wie sollen wir das, nächste Woche Premiere, wie soll das gehen? Ja. Kann mich auch dran erinnern. Wie sollen wir das überhaupt A, in den Kopf kriegen, ja. B, souverän spielen? No chance. Und dann ist irgendwann die Premiere und zwei Tage später ist das Ding drin. Ja. Und dann geht es darum, das fein zu schleifen und cool zu machen. Also es ist super spannend. Das ist für mich so ein Thema. Also man kann auch sagen, im Anfangs, wenn es am Anfang so losgeht, lieber mal ein bisschen überfordern, damit später da mehr Substanz. Ja, dass die Challenge da ist, aber überfordern eigentlich auch schon, also mit Bock, es macht ja auch Spaß, sich zu fordern. Genau, man muss diese Herausforderung mögen dann. Ne? Genau. Also wenn man diese Überforderung negativ adressiert für sich selbst, dann wird es schwierig wahrscheinlich. Ne? Man muss schon irgendwie Bock darauf haben, dass man jetzt selber auch gefordert ist und an seine Grenzen vielleicht ein bisschen geht. So, ne? Aber das ist für mich, unabhängig davon, ob wir über Palazzo reden oder so, wenn man die Möglichkeit hat, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwas mitzugestalten, sei es jetzt ein Tourprogramm, meine Parts, die Bläserparts oder für die ganze Band als MD, ich find's immer geil, die Sachen möglichst kreativ, möglichst speziell zu gestalten, im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn der Künstler, die Künstlerin oder das Produkt das nicht will, okay, muss man sich unterordnen, aber wenn das möglich ist, finde ich das immer das Allergeilste zu sagen, hey, lass uns doch wirklich challenging-mäßig da rangehen, damit wir da auch im weiteren Verlauf der Tour, der Spielzeit immer noch Bock drauf haben. Ja. Das finde ich einfach, in meinem Fall natürlich durch viele Nebeninstrumente ist das häufig sowieso schon mal gegeben, weil man dann eben sowieso schon mal Wechselerei hat und sich selbst dadurch rein technisch ist man da, oder spielerisch ist man da schon, ist das eine Herausforderung, aber auch unabhängig davon, bandmäßig, wir alle zusammen, Stilistiken, Übergänge, on point sein, Dynamik wird ja häufig vergessen so. Ne? Man spielt irgendwie und war alles cool, Timing war richtig, aber Dynamik war
total langweilig. Wir müssen mehr Dynamik spielen, lauter, leiser werden. Ja. Der Chorus geht noch nicht los, oder? Wir haben gestern jetzt eine neue Nummer geprobt. Ja. Und auch, lass uns hier den Break dahin machen und dann nach dem dritten Tag Solo anfangen und so. Also diese ganzen Ideen, das ist erstmal ja komplizierter, als es sein müsste vielleicht, ne? damit man es einfach nur spielt. Ja. Aber im Endergebnis geiler. Gucken wir das heute mit beim Gig. Mal gucken, was hinkriegen, ob wir uns dann alles erinnern, genau. Und im Zweifel, wir singen Backings noch bei der Nummer. Ja, genau. Kriegen wir es hin, also, vielleicht vergesse ich irgendwie meinen Ton oder so, aber im Zweifel lieber Flucht nach vorne. Ich kann mich erinnern, bei Palazzo, gab es so Momente, wo, das kennt ihr doch auch, wenn man irgendwie singen muss und spielen muss und es einfach, ich kann zwar das singen und ich kann es auch spielen, aber gleichzeitig kann ich es noch nicht. Weil es einfach so gegeneinander geht. Also rein hier der hier, ne? Da gab es viele Momente in der Show, wo ich einfach gemacht habe, krass, ich kann das noch nicht. Ich kann noch nicht Fahrrad fahren. So, ne? Und dann 3 Tage später konnte ich es plötzlich. Synapsen. So. Irgendwie haben die Synapsen jetzt geschnallt irgendwie. Also wirklich, wenn das auf diesem Level ist, ist es cool. Wenn es natürlich eine totale Überforderung ist und du schon weißt, ich werde das leider gar nicht hinkriegen. Ja, das ist oft so, Gitarre spielen dazu singen, ne? Ja, solche Sachen. So. Ja. Und da habe ich auch, das Eintrick ist natürlich, das ganz langsam zu machen erstmal. Ne? Ja. Und die Rhythmik, weil du hast ja 2 Rhythmusebenen, klar. Und da viele vergessen einfach erstmal langsam zu machen. Ich kann es nicht. Und dass man einfach sagt, okay, wenn dann noch Gregor extremst laid back singt, dann fangen die Probleme dann nochmal zusätzlich. Ja, aber das ist, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber wenn es dann klappt, dann ist es halt, genau. Das ist dann fett. Wenn man irgendwie, aber man merkt schon, wir sind ja offenbar, gibt es eine Art von Faszination, die eine Motivation auslöst, dass man auf der Bühne auch am Start ist und Bock hat. Du bist ja auch jemand, finde ich, du bist immer am Start und man kommuniziert immer, Augen sind am Start und man strahlt auch was, ich habe Bock zu spielen aus irgendwie. Ja. Und dann kann man mit solchen Menschen, finde ich, macht es einfach dann auch, steckt es an und es macht Spaß, sowas zu machen. Absolut, ja. Das ist auch nur so eine Sache von Dankbarkeit, ne? Wo kannst du total mit so Leuten Musik machen? Das darf man nie vergessen, dass man halt, dass keine Selbstverständlichkeit ist, dass du halt, sagen wir mal, in der Band spielst, wo du sagst, ey, ich finde jetzt jeden hier cool. Das und auch geile Songs. Ich glaube, es würde. Ich weiß nicht, ob ich so am Start wäre, wenn ich die Mucke hassen würde. Das ist der Punkt. Das wollte ich gerade sagen. Eine glückliche Situation, dass man die Mucke geil findet, dass man sich menschlich versteht. Und jetzt darfst du das auch mitgestalten, natürlich. Du bist in der Funktion, in der leitenden Funktion, das mitzugestalten. Ich habe auch in meinem Leben schon Dinge abgewählt, Jobs oder Engagements, wo ich so gemerkt habe, okay, ich kann da nichts gestalten und mir wird das gerade zu langweilig. Ja. Oder es ist einfach nicht das, was ich eigentlich machen will. Ja. Das hat man schon mal, dieses System Geld, künstlerische, was waren das? Menschen, Geld und künstlerische. Ja, die Gründe, einen Job anzunehmen, war das einmal. Ja, genau. Und wenn dann nur noch Geld übrig bleibt, also zwei von drei müssen da sein. Prestige, Geld und Spaß. Ja, genau. Zwei von denen müssen da sein, das ist so, ja. Und wenn der Spaß vor allen Dingen weg ist, dann war das für mich der Grund, das irgendwann nicht mehr anzunehmen und nicht mehr zu machen, weil ich dann nicht mehr an den Punkt kam, dass ich mich dauerhaft motivieren konnte für sowas. Ja. Glücklicherweise habe ich das noch nicht gemacht. Und ich würde auch eine Palazzo-Spielzeit immer wieder machen, wenn ich wieder mal Zeit dafür hätte. Quasi. Weil ich es nämlich wirklich immer wieder... Luxusproblem hat der Axel. Naja, das ist das Einzige bei so Steady-Gigs. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das finde ich schon so ein Thema. Du hast eben mal ganz kurz so im Nebensatz gesagt, es gibt keine Subs. Also so auf dem Level, wie du das organisierst und wie das Interplay und die Eingespieltheit ist, ist es tatsächlich wahnsinnig schwierig, mal eben zu sagen, sorry, ich habe da aber einen Gig mit dem Gregor Meile, ich komme da nicht am Donnerstag oder am Freitag und da kommt jemand anders, weil häufig ist es auch nicht nur Klavierspielen, sondern du, in deinem Fall, du spielst auch Gitarre, du singst, du hast dann so ein Kinderklavier am Start, du hast ein Akkordeon am Start und noch eine Rassel und sonst, also Show-Elemente, die dann sich auch im Instrumentarium widerspiegeln. Da kann man nicht einfach mal eben sagen, ich kann da nicht. Und das ist ein Thema bei so Steady Gigs natürlich, was dann dazu kommt, dass man dann einfach über einen längeren Zeitraum eigentlich nicht in der Lage ist, andere Sachen anzunehmen. Das war jetzt für mich einer der Gründe, das irgendwann gar nicht mehr zu machen, weil ich dann mit meinen Bands damals lieber Konzert spielen wollte. Und dann. Aber ich will einfach nur damit sagen, mich reizt es nach wie vor, wenn man am Start ist, solche Sachen aufbauen kann und die Challenge fand ich immer total attraktiv. Ja, obwohl es nach außen, die Leute wissen nicht, wer du bist auf der Bühne. Da geht keiner und sagt,
wer ist denn der Pianist? So, nur die Musiker, die interessieren sich dann dafür. Ja, ne? Man ist kein Star, man steht da nicht rum und die Sidewalkers waren geil, da gibt es schon einige wahrscheinlich, die das sagen, aber für die ist es, ich war im Palazzo, das war geil. So, und die Musik war auch cool. So, ne? Ja, hoffentlich, weil das ist ja... Das ist das Ziel. Ne? Das ist das Ziel, dass die Leute eigentlich nicht den ganzen Aufwand und den ganzen Stress sehen, sondern das Gefühl haben, ich komme da hin, ach ja, da spielt eine Band, ach ja, das Licht, also, oder, ne? Ich habe gelacht, ich habe gut gegessen, es war ein schöner Abend, fertig. Jetzt hat uns Darth Vader den Raum für eine Stunde gegeben. Wenn wir überziehen, hat er gesagt, er schießt uns auf den Wüstenplaneten. Ja, ja. Oh, da müssen wir natürlich, wir müssen ja noch zum Soundcheck gleich. Oh. Ja. Er kommt schnell schon. Die Backing Vocals üben. Ja. Ja, für uns geht es weiter jetzt zum Gronauer Jazzfest. Wie geht es denn bei dir weiter? Heute spielen wir Gronau und im Sommer über sind wir, bist du mit uns unterwegs. Genau. Gregor, die Sommerterminchen. Und was machst du sonst? Den Rest vom Sommer bereite ich schon die Palazzi für die nächste Saison vor. Da gibt es viele neue Shows, oder wie? 5 Standorte. Ja. Nicht so viele neue Shows, aber es ist ja ständig so am sich entwickeln. Ja. Und da gucken wir immer, dass wir frühzeitig jetzt schon die Inhalte und so festzuhören. Und dann bin ich ein bisschen im Studio und produziere ein paar Songs. Mhm. So ein kleines Mini-Album mit Kinderliedern. Ah ja, geil. Genau. Also auch da immer wieder. Yes. Aber wer Chris live sehen will, der kommt zu Gregor Meile. Zum Beispiel. ChrisNemethMusic.com, ist das Herren richtig? Auch. Genau. ChrisNemeth.com, Chris da Nemeth. Steht nicht viel drauf. Also meine Website ist einfach nur, damit sie mal da ist. Ja, trotzdem kann man da schauen und dann landet man wahrscheinlich auch auf Instagram und auf Facebook. Ja. Geht mal nach Stuttgart zum Palazzo. Wir freuen uns immer, wenn Menschen kommen. Und beschwert euch, dass die Musik zu laut ist. Das kommt immer sehr gut an. Okay, wir können ja mal hingehen, so verkleiden mit dem, ne? Können so eine Brille aufsetzen. So. Lass uns das machen. Lass uns, genau. Kommen, oder? Ja. Einfach mal vor das Piano setzen und dann so, mal so genau gucken, was der... Euch zwei Nasen sieht man natürlich sofort, egal wer. Ja, das wird immer schön. Ja, also ohne Scheiß, ich war ja schon häufig da. Ja, du hast doch dieses... Jeden Abend wieder anders, jedes Jahr wieder anders, aber... Ich gehe immer gerne hin und auch für die Mannheimer, die vielleicht nur das Mannheimer Palazzo kennen oder die nur das Hamburger Palazzo kennen oder wie auch immer. Jedes Zelt ist anders, jedes Ding funktioniert anders und Stuttgart ist immer wegen, nicht zuletzt wegen euch, einfach eine geile Geschichte irgendwie. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über Palazzo geredet heute, ohne dass wir gesponsert sind. Unser Sponsor in dieser Folge ist aber trotzdem herzliche Grüße auch an das ganze Palazzo-Team natürlich. Irgendwie. Natürlich. Das ist ja der Wahnsinn. Das war nicht so geplant, muss ich sagen. Nicht so geplant. Nee, aber so ist es halt im Podcast, ne? Genau. Den wir auch als Video anbieten hier auf YouTube. Wir bedanken uns sehr herzlich für euer Interesse. Ja, fürs Liken und Klicken gerne weitersagen, gerne sharen auch natürlich. Ne? Sehr gerne, ja. Wir freuen uns darüber. Für die Einladung. Das war Axel und MV hier und die Musik. Danke Chris fürs Dasein. Danke Chris Nemeth. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.